Recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie sind von der langen Pause nicht mehr ermüdet als aufgemuntert. Den letzten beißen die Hunde in dem Fall. Ich hoffe nicht, dass Sie einschlafen bei mir. Wildruhezonen und Rotwild, Nutzen und Risiken für waldbauliche Überlegungen nennt sich der Titel, den man mir vorgegeben hat. Gerne berichte ich hier über die Erfahrungen in oder aus Vorarlberg. Werde hier relativ breit zuerst auf den ersten Halbsatz Wildruhezonen und Rotwild eingehen. Wird sich einiges schneiden mit den Ausführungen von Kollegen Jenny. Einiges werden Sie ohnehin auch davon wissen, weil ich allgemein auf die Situationen eingehe. Rotwild, Biologieanforderungen, Ruhe. Und dann, um zum Schluss dann eben auf diese Fragestellung Nutzen und Risiken für waldbauliche Überlegungen einzugehen. Zuerst auch ein paar kurze Daten zu Vorarlberg. Die meisten werden es ohnehin kennen. Das Land ist das kleinste, nach Wien kleinste Bundesland Österreichs mit 2600 Quadratkilometer. Es erstreckt sich von knapp 400 Meter am Bodensee bis etwas über 3300 Meter in die Silvretta. 47% der Landesfläche liegen über 1500 Meter Seehöhe und der Waldanteil beträgt 37%. Der Österreichschnitt liegt bei 50%. Der wesentliche Grund, warum der Waldanteil trotz dieser eher nicht so hohen Seehöhen, wie es zum Beispiel im Bündnerland ist, so gering ist, ist der, dass in Vorarlberg die Alpwirtschaft, die Landwirtschaft, aber vor allem die Alpwirtschaft seit Jahrhunderten eine sehr große Rolle spielt und die auch bis heute sehr intensiv gepflegt wird. Viele Waldflächen wurden gerodet. Vorarlberg hätte von Natur aus um die 70% Waldanteil. Und jetzt sind 37%, ist genauso wie auch im Bündnerland im Zunehmen begriffen, aber immerhin noch viel an Freiflächen, an Offenflächen, vor allem an Alpflächen, Vorsees- und Maisesflächen. Vorarlberg ist auch ein Tourismusland bekannterweise. Neben 390.000 Einwohnern, das sind umgerechnet ca. 140 pro Quadratkilometer, haben wir 8 Millionen Nächtigungen und einen intensiven Tagesausflugsverkehr. Deutschland, Liechtenstein, zum Teil Kanton St. Gallen gibt es sehr intensive Tagesausflugsverkehr nach Vorarlberg. Wir haben mit 320 Seilbahnen die höchste Dichte Europas, wahrscheinlich der Welt. Und das können innerhalb von einer Stunde 400.000 Menschen in die Höhe transportiert werden. Und Sie sehen die Transportkapazität von Jahre 76 mit 43 Millionen auf mittlerweile 100 Millionen Personenhöhenmeter. Also dort läuft schon einiges ab. Der Begriff Sportgerät, Natur oder Berg, der trifft in einigen Bereichen zu. Wir brauchen nur zurückdenken, vor circa 10, 15 Jahren waren die mehreren Seilbahnbetriebe noch nur Winterbetrieb. Mittlerweile gibt es kaum noch Seilbahnbetriebe, die nicht auch im Sommer offen haben. Die Menschen werden hinaufgekarrt mit Sportgerät oder ohne Paragleiter, Räder und so weiter und können dann oben ausschwärmen. Die Gerätschaften, die Sportgeräte werden immer besser, die Mountainbikes immer leichter, die kann man leicht tragen mittlerweile. Das E-Bike ist eine neue Erfindung, die eine neue Dimension aufgemacht hat. Die Menschen kommen an Orte in kürzester Zeit mit wenig Anstrengung, verbleiben dort aber viel länger. Der Aktionsradius ist größer geworden und die Zeitdauer, wo der Mensch im Lebensraum der Wildtiere verbleibt, ist dadurch ebenfalls länger geworden. Die Störungen von Wildtieren sind somit in manchen Gebieten vorprogrammiert, also Konfliktpotenzial ist hoch und ich will Ihnen berichten, wie wir versuchen, dem irgendwie zu entgegenzutreten. Zu Wild und Jagd in Vorarlberg ein paar Ausführungen. Bei uns in Vorarlberg ist es wahrscheinlich wie bei Ihnen das Jagdrecht beim Grundeigentum angesiedelt. Jeder, der einen Grund und Boden besitzt, egal wie groß, hat das Jagdrecht inne. Das heißt aber nicht, dass der schon jagen darf. Er braucht entsprechend die Reviergrößen. Ein Jagdgebiet mit 115 Hektar ist in Österreich eine Eigenjagdfläche, also es muss ein Eigenbesitz, zusammenhängender Eigenbesitz sein. Diese 115 Hektar stammen noch aus der Kaiserzeit, das kaiserliche Patent. 200 Joch, eine alte Maßeinheit, sind 115 Hektar, darum diese interessante Zahl. Und wenn man keine Eigenjagd besitzt, dann ist der Grund und Boden, den man hat, Teil einer Genossenschaftsjagd. Und aufgrund der Kleinbesitzstrukturen in Vorarlberg müssen diese eine Fläche von 300 Hektar haben. Insgesamt sind wir ein sehr kleinstrukturiertes, nicht nur besitzmäßig, also es ist alles im Privateigentum, es gibt keinen Staatsbesitz, 490 Jagdgebiete. Durch das Pachten oder Nutzen von mehreren Revieren, die aneinander grenzen, haben wir trotzdem aber einige größere oder doch ja, viele größere Jagdbetriebe mit Flächen von 1000 bis 6000 Hektar Größe. Der Vorarlberger Grundeigentümer jagert wenig,
90% sind verpachtet, die Flächen, die Reviere, 30% davon an Nicht-Österreicher. Die Jagdaufsicht erfolgt über die Behörde und vor allem dann über die Jagdschutzorgane, die sind also verlängerte Behördenorgane, die sind aber von ihren Arbeitgeber, also vom Jagdpächter oder Jagdnutzungsberechtigten beschäftigt, nicht bei der Behörde. Also das ist ein etwas interessantes Konstrukt. Und es gibt 35 hauptberufliche Jäger und 340 nebenberufliche Jagdschutzorgane. Die wildökologische Raumplanung und Hegegemeinschaften spielen bei uns eine sehr große Rolle. Die Jagd ist eine wichtige Einnahmequelle für den Grundeigentümer, vor allem die Alpreviere, die sonst ja, wenn sie nicht das Glück oder aus meiner Sicht das Pech haben, dass sie einen Lift auf ihrem Grund und Boden stehen haben, haben die keine Einnahmen. Hingegen über die Jagd werden Preise von 100 und mehr Euro pro Hektar erzielt. Und das ergibt dann schon was, wenn jemand 200 Hektar besitzt, an 100, das sind 20.000 Euro im Jahr für nichts tun. Auf die Hand ist nicht schlecht, oder? Aber dafür ist man natürlich auch an einen entsprechenden Wildbestand interessiert. Und das Rotwild spielt natürlich auch dabei eine entsprechende Rolle. Wir schießen in Vorarlberg seit Jahren um die 3.000 Stück Rotwild, 5.000 Rehe, 1.300 Gams, 100 Stück Steinwild, 500 Murmel und 100 Birkhähne, das sind diese Tiere, die im Abschussplan verplant werden. Dann gibt es natürlich andere Tierarten, die nicht dem Abschussplan unterliegen, unter anderem das Schwarzwild, die bei uns nur Abschussgäste sind. Also wir wollen sie nicht bei uns. Wenn sie kommen, dann werden sie erlegt. Also werden im Jahr 10 Stück vielleicht erlegt. Die Player in diesem ganzen Gefüge, Wald, Wild, aber auch dann, wenn es um Ruhegebiete geht, sind primär immer die Jäger, also die Jäger vertreten durch die Jägerschaft, durch die Vorarlberger Jägerschaft. Es ist die Land- und Forstwirtschaft, die den Grundeigentümer vertritt. Es ist die Forstbehörde. Die Wildbach- und Lawinenverbauung spielt bei uns eine ganz maßgebliche Rolle. Und die Jagdbehörde natürlich. Und genau, wenn es dann um Fragen wie eben Ruhezonen geht, ist natürlich sind die Tourismusverbände, die Alpinvereine, Alpenschutzvereine und Naturschutzorganisationen mit dabei. Aufgrund der verschiedensten Player und unterschiedlichen Besitzstrukturen können die Ziele von Wildruhezonen ganz unterschiedlich sein. Also wie man vorher vom Hannes Jeni gehört hat, in Graubünden geht sehr viel vom Amt aus oder von der Gemeinde. Bei uns können das Privatpersonen, Jagdnutzungsberechtigte, Jagdverfügungsberechtigte sein, die ein Interesse an einer Wildruhezone haben. Also die Ziele können verschieden sein. Ich nenne einfach einmal ein paar, wenn es jetzt ums Rotwild geht, um prinzipiell einmal Rotwild vor Störungen zu schützen. Das kann ein Grund sein, vor allem in dem Winter, um dem Wild ein lebenswertes Leben zu bieten. Rotwild sichtbarer zu machen, um es zu erleben, aus jagdlichen Gründen oder auch aus touristischen Gründen. Es kann um räumlich ausgeglichene Rotwildverteilung gehen, als Instrument seiner des übergeordneten Jagdmanagements, wobei wir da nur mehr oder weniger in den Anfangsstadien stehen vor dem, was Graubünden, wie der Hannes gerade vorher präsentiert hat. Es kann darum gehen, eine ökologisch günstigere Rotwildverteilung zu erzielen, um den Wald zu entlasten. Das sind eigentlich so die Hauptaufgaben, mit denen wir zu tun haben. Es kann auch sein, dass es manchmal die Überlegungen gibt, eine Ruhezone im Wald selbst, wo das Wild einsteht, einzurichten, um Schäden zu vermeiden. Eine schwierige Aufgabe. Aber es kann auch sein, dass es darum geht, das Rotwild aus jagdbetrieblichen Überlegungen, also von einem Jagdrevier ruhig zu stellen, um eben aus jagdbetrieblichen Überlegungen somit Ruhezonen anzufordern. Ruhezonen können sehr verschieden sein. Also wir haben da nicht nur das Instrument der eigentlichen Wildruhezone nach dem Jagdgesetz mit Betretungsverbot für jagdfremde Personen. Es gibt dann die Möglichkeiten der Kampagne Respektiere deine Grenzen, das ist im Land Vorarlberg entwickelt worden, ist eine Kampagne der Landesregierung, hat somit einen gewissen Hoheitscharakter, aber basiert auf reine Freiwilligkeit. Es geht dabei vor allem um Information, Aufklärung und Lenkung, hat aber, wenn das gut geführt wird und gut begleitet und betreut wird, mindestens die gleich gute Wirkung in vielen Fällen, nicht überall, wie die Verbote, wobei es in manchen Gebieten ohne Verboten nicht geht. Es gibt dann nach dem Begriff der jagdlichen Sperrgebiete, das ist ein Begriff auch im Jagdgesetz, wiederum mit Betretungsverbot für die Allgemeinheit. Und dieses jagdliche Sperrgebiet dient ausgesprochen der Abschussdurchführung, damit der Jäger jagen kann, damit das Gebiet nicht immer gestört ist. Das kann nur für wenige Tage sein, zum Beispiel im Zuge einer Bewegungsjagd, kann aber über mehrere Wochen oder sogar Monate eingerichtet werden. Und das Letzte, das ist das Wirkvollste, weil es das am meisten gibt, aber auch auf völlige Freiwilligkeit basiert. Das sind die Jagdruhegebiete, das sind wie die Wildasyle oder Wildschutzgebiete in der Schweiz.
die aber nicht angeordnet werden, sondern von den Jagdnutzungsberechtigten von sich aus, meistens über Jahre und Jahrzehnte schon im gleichen Gebiet, als solche gehalten werden, wo sie nicht jagen, weil sie dadurch das Wild optimal lenken können. Auf das komme ich dann noch später. Wir sind in einer Situation, und ich beschreibe das immer ein bisschen plakativ, in unserem Tourismusland Vorarlberg, und bei uns ist es leider nicht so, dass die Gemeinden, wie jetzt in der Schweiz, von sich aus so interessiert sind an Wildruhegebieten. Also da muss man eher Druck machen und schwierig, also lieber alles auf Freiwilligkeiten, ja keine Verbote. Das Wild befindet sich immer mehr in der sogenannten Sandwich-Position. Von oben her kommt immer mehr Druck über Tourismus und Freizeitnutzung. Also es gibt immer mehr Sportarten, immer mehr neue Ideen. Das Wild weicht dann aus Sicherheitsbedürfnissen mehr in Richtung Wald, Schutzwald aus. Von unten her kommt der Druck vom Forst. Der Schutzwald muss sich und soll sich gedeihlich entwickeln können. Sie kennen sicher die Begriffe enkeltaugliche Wälder, klimafitte Wälder, Baumartenmischungen, zum Teil mit Recht, zum Teil bewusst übertrieben. Das ist ein bisschen so ein Kräftemessen. Dieser Druck wird auf die Jagd weitergeleitet, oder die Jagd übt diesen Druck aufs Wild aus, und dann beginnt dieser mühevolle Teufelskreis, der wahrscheinlich auch bei Ihnen bekannt ist. Wir wissen ja, und das brauche ich Ihnen nicht erzählen, dass die Jagd, die Bejagung des Rotwildes, wenn die falsch gemacht wird, sicher der Hauptfaktor ist, der das Rotwild am meisten prägt. Es gibt keine andere Naturnutzung, die so aggressiv ist, um das Rotwild nachhaltig zu prägen. Es gibt einen gegenseitigen Aufschaukelungsprozess mit den anderen Naturnutzern. Jeder beeinflusst, prägt das Rotwild, die Rückkoppelung spürt aber als erstes der Jäger, weil das Wild sich versteckt, der Jäger sitzt nicht mehr, er macht noch mehr Druck, sitzt noch länger in die Nacht hinein oder wie auch immer, und dann beginnt diese berühmte Jagddruckspirale. Auch die Störungsanfälligkeiten der verschiedenen Biotope sind natürlich unterschiedlich. Sie können sich vorstellen, dass diese offenen Gebiete, die keinen Wald als Raumstrukturen haben, das Rotwild, was hier lebt, oder andere Wildtiere natürlich genauso, die brauchen noch mehr Ruhe, noch mehr Distanz zum Menschen, um sich da sicher zu fühlen, als wenn das ein bewaldetes Gebiet wäre. Und das geht da nicht um Häufigkeiten der Störung, sondern es können schon Einzelaktionen und eine einzelne Person, die so ein Hochtal da durchfliegt, nahe an den Berghängen, der kann das gesamte Wild aufmischen, das Rotwild dort auftreiben. Wenn er das 2-3 Mal macht, dann ist dieses Tal unter Umständen für Wochen oder Monate unter Umständen leer. Also da können ganz, ganz gravierende Störungen mit ganz gravierenden Auswirkungen verbunden sein. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass das Rotwild intelligent genug ist, um einen gelenkten Tourismus und gelenkte Freizeitnutzungen, aber auf ausreichender Distanz zu diesen absoluten Tabuzonen, wo der Mensch nicht hin soll, hervorragend umgehen kann. Also der Mensch ist nicht das Problem. Es braucht einfach einen gewissen Respektdistanz, und dann wäre es eigentlich eine Win-Win-Situation. Das Wild braucht sich vom Menschen nicht fürchten. Der Mensch hat die Freude, Wild zu erleben, zu sehen. Und darum glaube ich, dass in einem modernen Naturraummanagement Wildruhezonen, Lenkungsmaßnahmen eine Selbstverständlichkeit sein müssen. Nur so ist es eigentlich möglich, Wildtiere und Menschen, wie es der Hannes gesagt hat, nebeneinander, irgendwo sogar miteinander zu ermöglichen. Wenn man sich um Wildruhezonen beschäftigt, egal welcher Art, muss man sich mit der Lebensweise der Tiere beschäftigen. Das geht nicht anders. Also das Tier nicht beachten, was für Bedürfnisse und wie die Biologie ausschaut, geht nicht. Und da kann es, obwohl es sich um die gleiche Art handelt, kann es aufgrund der unterschiedlichen Biotope, wo sie leben, unterschiedliche Lebensweisen geben. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Wildtier der offenen Gebiete, wie zum Beispiel der Hochlagen, managen muss, oder ob das eben Wildtier, Rotwild prima ist, was in großen geschlossenen Waldgebieten lebt. Sind zwei Paar Schuhe. Anspruch an beide, egal wo sie leben, auf Ruhe. Gerade in diesen Sommermonaten, Aufbau, Wachstum, Körper, Geweihwachstum, wie auch immer, Vorbereitung für die Winter, Fettanlegen, also das braucht Ruhe, diesen Rhythmus, Essen, Wiederkauen, Ruden, das braucht immer seinen Rhythmus. Wenn das gestört ist, kann das nicht optimal ablaufen. Denken wir nur an die Kälber, die im Mai, im Hochgebirge, ab und zu im Juni geboren werden, die müssen innerhalb von 5 Monaten das 6-fache ihres Körpergewichts zulegen bis zum Winter. Das braucht eine optimale Versorgung mit Muttermilch, mit Grünessung später. Und die Tiere müssen natürlich, also die weiblichen Rottiere müssen gut genährt sein, um eben den Jungen die Nahrung zu bieten. Also, und das braucht nicht nur eine gute Biotopqualität, sondern Zeit, dass sie das auch nutzen dürfen. Es hilft die beste Essungsfläche nichts, wenn sie die nicht nutzen können, weil sie immer gestört werden. Der Rothirsch
wissen Sie, ist im Grunde genommen kein Tier des dichten Waldes. Also der dichte Wald bevorzugt er nicht. Das große Geweih, der athletische Typ, der Läufer, der braucht eine offene Fläche, halboffene, parkartige Landschaften, bevorzugt er, wenn er das kann. Und wir merken das bei uns immer wieder wunderbar. Nach dem Winter zieht das Rotwild auf die Freiflächen und das in das Offenland, und das sind bei uns halt einmal die Hochlagen, wo sie dann bevorzugt einstehen, bis in den Herbst, Hirschsprumpf, nach die Hirschsprumpf, je nachdem, wann der Schnee kommt, wie die Verholzung von der Nahrung ausschaut. Und sie bleiben dort und nutzen relativ wenig den Wald. Und das heute schon mehrfach angesprochene Projekt der Rotwildmarkierung im Dreiländereck Graubünden, Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg über die Vorarlberger Jägerschaft mit dem Amt von Graubünden, also Jagdamt und von Liechtenstein, hat es eben ein 5-jähriges Besenderungsprojekt gegeben mit unterschiedlichen Fragestellungen. Und zur Raumnutzung ist dort eindeutig herausgekommen, auch bei den besenderten Stücken, dass die Qualität vom Habitat, und die Habitatqualität wird bestimmt einmal primär durch das Nahrungsangebot, durch das Klima und vor allem auch durch die Ruhe, die sind entscheidend für die räumliche Verteilung des Wildes im Jahreslauf. Im Sommer sind es für viel Rotwild, auch aus der benachbarten Schweiz, aus Liechtenstein, diese Vorarlberger Alpen, saftig grün, hervorragende Esung, weitgehend ruhig noch in diesen Gebieten, sind die bevorzugten Einstandsgebiete. Wir sehen hier da die Wechsel, die Pikanten, die dann bestätigt worden sind über diese Besenderungen, zieht das Rotwild teilweise Teilbestände von der Gesamtpopulation über den Rettikon-Gebirgsgrat in die Vorarlberger Gebiete, die sind schattiger, saftiger, ideale Alpbewirtschaftung. Und dann können Sie diese tollen Flächen für den Winter, Vorbereitung auf Kunft- und Winterfettanlage idealst nutzen. Aber Sie ziehen dann, obwohl bei uns in diesen Gebieten Fütterungen gibt, Winterfütterungen, geht dieses Wild, wie von diesen 27 besenderten Rothirschen oder Rotwild aus Graubünden hier ersichtlich, sie gehen dann wieder zurück in die Wintereinstandsgebiete Graubündens, bleiben nicht bei uns, sie nutzen nur die Hochlagenflächen, weil es eben hier ein Ausschnitt wieder, wo der Hannes schon mal einen Teil gezeigt hat, irrsinnig tolle Wintereinstandsgebiete auf der anderen Seite gibt. Esung, Ruhe, Klima, ideal ist. Also das nutzen die optimal aus, also die Habitatqualität ist da ganz was Entscheidendes. Auf der anderen Seite ein Ausschnitt von dem Rotwild aus dem Nenzinger Himmel, das bei uns markiert worden ist, und da liegen auch die Fütterungen, die sind in den Fütterungen gefangen worden und dann markiert. Die marschieren im Sommer nicht auf die Bündnerseite, die ist zu warm, die ist zu trocken. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Also das beweist nur, die Qualität des Lebensraumes bestimmt das Wanderverhalten. Auch hier die Höhenverteilung. Im Sommer ist das Wild in den Hochlagen bis zu 2.500 Meter Höhe zum Teil und im Winter tiefer, zum Teil auch mehr in den Waldbereichen. Es hat auch gezeigt, dass es wandernde Stücke gibt, wie stationärere, solche Einzelstücke oder mit Rudel. Das sind immer Rudel dabei, das sind nicht Einzelstücke, aber diese zwei besendeten Tiere haben in dieser Zeit 360 Kilometer über die Grenze durchwandert und wieder zurück. Gibt es genau solche wie mit relativ wenig Aktionsradien. Dass das Rotwild diese Freiflächen überhaupt nutzt, ist die Voraussetzung der Rudelbildung. Das Rotwild ist ein Gesellschaftstier und wie wir das von Afrika aus Filmen, von Universum kennen, überall wo Offenland ist, wo die Beutetiere im Offenland leben, müssen sie im Rudel leben. Sonst sind sie verloren, weil es ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Aber es gibt weitere ökonomische Vorteile. Die Nahrung kann optimal genutzt werden. Die ist ja nicht überall gleich gut verbreitet. Sie tun sich teilweise durchs Abessen die Nahrung selbst erhalten. Und es gibt natürlich eine Reihe von Sozialaspekten, die sich im Rudeln abspielen. Denkt man wieder nur auf das Aufwachsen der Kälber im Kindergarten. Die können dort schon lernen, den Umgang mit sozialen Umgang mit den Artgenossen, Hierarchien lernen. Das ist wichtig. Und wenn das alles zerstört wird durch einen Menschen, weil die Rudelbildung nicht mehr möglich ist, ist das für die Biologie des Wildtieres, oder läuft das gegen die Biologie des Wildtieres. Oder denkt man diese Trennung, Kahlwildrudel, Hirschrudel. Das Hirschrudel macht einen Sinn. Da drinnen stehen die Hirsche während der Sommerzeit mit dem Bassgeweih. Das Bassgeweih ist dann keine Kampfwaffe. Die Hierarchien werden aber in dieser Zeit ausgemacht über die Psyche, über Drohungen, ab und zu über Boxkämpfe. Und sie wissen dann genau, wie die Hierarchien ausschaut. Und in der Brunft sind dann die Auseinandersetzungen wesentlich weniger heftig, als wenn das unbekannte Hirsche sind. Also wir stellen das immer wieder fest, die tödlichen Unfälle passieren primär in den Kämpfen, wenn Hirsche auftauchen aus Regionen, die sich aus der Feistzeit her nicht kennen.
Und natürlich ganz, ganz wichtig, die Überwinterung. Egal, ob das in Fütterungs- oder in ungefütterten Bereichen ist, haben wir heute schon gehört, eine kalkulierbare Sicherheit und Ruhe ist für das Wild, für das Rotwild, wie natürlich für allen anderen Wildarten, ganz, ganz etwas Wichtiges. Damit sie überhaupt eben dieses Regime, was ihnen bestens bekannt ist, mit den Abfahren, Absenken der Stoffwechsel, der Pulsrate, dass sie das überhaupt durchführen können. Sonst können sie diese Biologie nicht leben. Und in Graubünden wird das eben über die Ruhezonen optimalst umsetzbar. Dort, wo das Wild immer mit Störungen rechnen muss, das ist immer von höherem Level und kann nie so weit mit der Pulsrate und so mit Körpertemperatur zurückfahren als in beruhigten Gebieten. Was auch wichtig ist, und da gibt es bei uns immer wieder Diskussionen, vor allem von Kollegen aus der Forstzeiten, die sagen, ja, das Rotwild soll oben überwintern, wo sie im Winter im Sommer stehen. Das funktioniert nicht ganz. Es gibt zwar so Beispiele, wo sie hoch hinaufgehen, aber das funktioniert oft über ein paar Wochen, aber sie brauchen einen gewissen Witterungsschutz, einen Sicherheitsraum. Also eine gewisse Mindestausstattung an Wald ist natürlich für das Rotwild immer notwendig, vor allem im Winter. Der Hannes hat das, diese Folie heute schon mal gezeigt aus dem Retikon-Projekt. Wir über die Fütterung in Vorarlberg haben im Jänner, Februar, März einwandfrei den höchsten Anteil, wo das Wild am meisten im Wald ist, im Sommer weniger. Im Bündnerland eben aufgrund ihrer Strategie viele Offenflächen südexponiert, wesentlich mehr Offenlandnutzung, aber doch immerhin auch um die 50% Waldflächennutzung. Also es braucht auch einen Wald. Wenn ich Wildtiere lenken will, und da geht's jagdlich oder touristisch, ist egal, ich muss mich um die Charaktereigenschaften von dem Tier auseinandersetzen. Und das Rotwild, das wissen Sie als Rotwildjäger, ich nehme an, dass die mehreren da sind, das Rotwild ist sensibel, es ist lernfähig und unwahrscheinlich nachtragend. Wenn man sich mit dem Rotwild einmal verscherzt hat, verspielt hat, vor allem jagdlich, kann das Wochen, Monate, vielleicht Jahre negative Auswirkungen haben. Die weiblichen Tiere sind da besonders empfindlich. Rotwild gibt Erfahrungen an die Jungtiere weiter. Sie kommunizieren untereinander und sie informieren untereinander. Die Feindwahrnehmung geht natürlich über die Sinnesorgane. In offenen Gebieten, sie können nicht gut sehen, aber Bewegungen können sie auf Kilometer merken. Und ansonsten spielt natürlich der Gehörsinn und insbesondere der Geruchssinn eine ganz entscheidende Rolle. Da muss der Mensch nicht unmittelbar in der Nähe des Tieres sein. Das kann, wenn der Wind passt, über Kilometer ausreichen, dass die den Menschen wahrnehmen. Und der Mensch muss nicht mehr im Gebiet sein. Der kann schon Stunden weg sein, wenn das Rotwild über die Fährten der Menschen geht. Kann es ordentlich aufwerfen und weiß, da war ein Mensch. Und die Feindschutzstrategie in diesen Offenflächen ist das Rudel. Ein Einzeltier fühlt sich dort oben nicht wohl, weil sich's zu unsicher fühlt. Das sind doch die gemeinsame Evolution mit dem Wolf. Im Rudel bin ich sicherer als im Einzel. Mehrere Augen- und Ohrenpaare merken einen Feind rascher und darum fühlen sie sich nur in diesen Strukturen wohl. Und die kann's nur geben, wenn sie die entsprechenden Ruhe vorfinden. Wenn eben das nicht mehr gegeben ist, wenn die Nutzungen unterschiedlichster Art auf das keine Rücksicht nehmen, dann sind die logischen Folgen immer die, dass dieser Sicherheitsaspekt, den das Rotwild ansonsten mit dem Rudel und mit Distanz zum Menschen bekommt, das hat es dann immer mehr. Es weicht dann in die schutzbietenden Waldgebiete, das sind bunt eben die Schutzwaldgebiete aus. Dort haben sie einen Deckungsschutz und somit ist das ein Riesenproblem, sowohl für den Wald als auch natürlich für den Jäger, weil der das Wild ja nicht mehr in dem Maße sieht. Meistens ist es nachher verbunden mit der Verschiebung der Nahrungsaufnahme in die Nachtstunden und das Rotwild wird, obwohl es ja so eine große Tierart ist, kann es sich zu einem absoluten Verbergungskünstler entwickeln. Und der erste Leidtragende ist wiederum der Jäger. Er will Rotwild sehen, er will es bejagen und er muss es bejagen, weil er hat ja Pflichtabschüsse bei uns zu tätigen. Und somit ist es eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber ich bin auch der Meinung, dass das für den herkömmlichen Naturnutzer schlecht ist, wenn er das Wild nicht mehr sieht. Nicht nur Rotwild, auch anderes. So nach dem Werbeslogan, aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja, wenn der Mensch die Wildtiere nicht sieht, warum soll er irgendwo Rücksicht nehmen? Der denkt ja gar nicht mehr nach, dass er jemanden beunruhigt, wenn er nie mehr Wildtiere draußen sieht. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass dem Menschen der Anblick von Wildtieren geboten wird. Die Wildruhezone ist eine Lenkungsmaßnahme für das Wild und für den Menschen. Das ist für beides. Und da kann ich für die Wildlenkung diese vorher erwähnten Charaktereigenschaften sensibel, lernfähig, nachtragend, hervorragend ausnutzen. Genauso wie ich die negativen Erlebnisse des Wildes ausnutzen kann in den Waldgebieten, wo ich sie nicht haben will, kann ich die positiven Effekte dort ausnutzen, indem ich dem Wild, wo es Ruhe hat, wo es Esung hat, dort wird es sein, dort wird es sich erfüllen. Und dann lenke ich es dorthin.
dann bleiben Sie dort, lieben gerne. Also diese positiven Erfahrungen ganz in diese Richtung ausnutzen. Und da kommt jetzt unmittelbar das Thema Jagd dazu. Ich kann Wildruhezonen ohne Jagd zu thematisieren, brauche ich gar nicht diskutieren. Wie man heute schon mal von Hannes gehört hat, bevor die Jagd nicht eigentlich es so betreibt, dass sie so wenig wie möglich wildtierstörend sind, kann ich vom anderen Naturnutzer das nicht fordern. Und vor allem noch einmal, es ist der Jäger, der Hauptpräger, der das Wild im Verhalten beeinflusst. Also noch einmal, das Bild soll zeigen, wir können mit unterschiedlichsten Dingen arbeiten, zum Beispiel respektiere deine Grenzen, Lenkungen, das ist okay, funktioniert aber nicht, wenn nebenher der Jäger da herumjagt wie ein Irrer. Dann hilft diese Maßnahme nichts. Das muss aufeinander abgestimmt sein. Die Vermeidung von Jagddruck in tragfähigen, grasreichen Landschaften, das ist unsere Strategie immer. Wir schauen, dass wir dort oben so wenig wie möglich Jagddruck als erste Voraussetzung, also während der Sommerzeit haben. Damit entlasten wir den Wald unten, weil das Rotwild sowieso von Haus aus gerne in die offenen Flächen geht. Und durch die zusätzliche, intensivere Bejagung in der Zeit unten, da werden auch Wild schon früher erlegt, als erst im Herbst, wird das Wild noch mehr in die Hochlagen gedrängt. Also das Rotwild lernt unwahrscheinlich rasch. In Gebieten, die besonders sensibel sind, bedeutende Wildlebensräume, kann es eben diese behördlichen Schutzmaßnahmen geben, wie die Ausweisung von Wildruhezonen. Da ist eben ein Betretungsverbot, aber nicht für die Ausübung des Grundeigentums. Wenn ein Grundeigentümer da zu seinem Vieh geht, wie auch immer, das können wir nicht beeinflussen. Gleichzeitig wird auch dann von der Behörde ein Jagdverbot durch die Verlängerung der Schonzeiten ausgesprochen, damit eben das verhindert wird, was ich vorher gesagt habe. Der normale Naturnutzer darf ins Gebiet nicht hinein und der Jäger könnte nach Lust und Laune jagen. Das wollen wir in die Gebiete nicht, das würde sich da widersprechen. Das sind verordnete Wildruhezonen, das sind jetzt im Vergleich zu den Schweizern relativ wenig, aber wenn wir nachher noch die Gebiete von respektiere deine Grenzen, diese freiwilligen Lenkungsmaßnahmen dazunehmen, kommen doch einige mehrere dazu. Und im Winter sind sämtliche Fütterungsstandorte im Land automatisch mit einem Betretungsverbot ex lege behaftet, in einem Umkreis von 300 Meter. Und die werden dann aber oft auf die tatsächlichen Einstandsverhältnisse noch erweitert. Also ergibt es dann doch noch eine wesentlich größere Fläche. Die wesentlich entscheidenderen, und ich habe das heute schon mal angetönt, sind aber diese Jagdruhegebiete, mehr oder weniger Wildasyle, wo Wild während der Jagdzeit, also während der Vegetationszeit bis zum Herbst hin nicht bejagt wird, die aber freiwillig von den Jagdnutzungsberechtigten betrieben werden. Das sind meistens Gebiete wie das da, schwerer zugänglich, hochattraktiv fürs Wild. Es gehen kaum Menschen überhaupt hin, weil sie traditionell bekannt sind als Wildeinstandsgebiete. Da gibt es noch einen gewissen Respekt. Und da fällt dann über mehrere Monate kein Schuss. Das wird nur von der Gegenseite beobachtet. Und das hat die meisten und die beste Lenkwirkung. Und von solchen Gebieten gibt es, also ich muss sie wirklich einmal kartieren, da gibt es ganz viele im Land. Und das hat für die räumliche Verteilung des Rotwildes dann eine große Rolle. Diese Ruhezonen bewirken einen sehr raschen Lerneffekt beim Wild. Also diese jagdlichen Ruhezonen, wo man nicht jagt. Und auch kaum andere Menschen hinkommen. Nicht, aber kaum. Und das hat eben diese Lenkwirkung, von der ich vorher gesprochen habe. Aber das kann ein Problem werden. Es kann sein, dass dieses Wild so rasch überreist, wo es ihnen gut geht und immer wieder gut geht und jedes Jahr gut geht. Und wenn sie außerhalb dieser Gebiete sind, macht es gleich einmal einen Klatscher, dort lernen die. Und die gehen dann nur noch dorthin und das kann irgendwann einmal ein Problem, wenn das Wald ist, ist es für den Wald ein Problem, eine hohe Ansammlung, aber es wird irgendwann ein Problem für die Wildbestandesregulierung. Weil du musst das Wild regulieren und wenn die da bis Mitte, Ende Oktober bleiben, vielleicht sogar noch ein großer Teil im November, wenn der Schnee spät kommt, dann ist die Zeit sehr, sehr eng, um den Bestand zu regulieren. Hannes hat das auch schon mal heute gezeigt. Man sieht von dem besenderten Wild, wie rasch Wild reagiert, schon im Vorfeld. Da drinnen in den Wildasylen geht es uns gut. Das ist die Hauptnutzung. Und das sind bei uns eben auch diese Wildruhegebiete. Jetzt kann es bunt sein, aufgrund der Revierstrukturen, weil es größere Reviere gibt mit Einzeljagdpächter, der Berufsjäger, wo also wenige Leute das Sagen haben, dass sie sich riesengroße solche Wildasyle leisten können, oder? Und das wird eben, damit das Problem nicht entsteht, dass dann die Wild,
Regulierung ein Problem wird, haben wir zum Teil so Bejagungskonzepte erarbeitet für die Reviere, oder die tun sich von sich aus oder pausen das irgendwie ab mit diesen einfachen Überlegungen, wie das vom Baron von Gemmingen im Großwalsertal drinnen, also 7000 Hektar großer Jagdbetrieb. In den Hochlagen oben gibt es die Ruhezonen, die gepaart werden mit Intervallbejagung. Herunten gibt es die Schwerpunktbejagungsflächen in den problematischen Waldgebieten, wo das ganze Jahr über schwer, auch das ganze Jahr über gejagt wird. Und dann gibt es die zwischenliegenden Pufferzonen, die normal behandelt werden. Das sind nicht typische Intervalljagde, aber auch keine Schwerpunktbejagungsgebiete, die vor allem für die Wildstandsregulierung gebraucht werden. In dieser Intervalljagd wird nicht vor einem August gejagt, wenn überhaupt aufs Rotwild, das muss nicht einmal sein, ansonsten nur maximal eine Woche. Also 3 Wochen wird die Jagdzeit von an und für sich 200 möglichen Tagen reduziert. Das Problem ist, du kannst mit dieser Methode je nach Witterung maximal 1/3 des geforderten Abschusses erreichen. Wir kommen immer wieder in die Situation, dass eigentlich die Intensivjagd erfolgt nachher im Spätherbst, sogar bis in den frühen Winter hinein in den Wald, und zum Teil auch im Nahbereich der Wintereinstandsgebiete. Das geht nicht anders. Aber dafür sind die Hochlagen während des Sommers von der Jagd gut entlastet. Wir sehen da wieder das Beispiel aus dem Besenderungsprojekt. Die Abschüsse, die bevorzugten Abschüsse in Vorarlberger Seiten sind halt Oktober, November, Dezember. Immer wieder diese Monate. Und im heurigen Jahr ist der Dezember, wenn ich das hätte, der ist da oben, weil vorher das Wild nicht heruntergekommen ist. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit den Bündner, die haben eben diese von vorher vom Hannes schon aufgezeigten 2 Phasen im September und dann noch einmal eine Nachjagd. Also wesentlich einen anderen Eingriff. Aber dort gehen 5000 Jäger auf einmal zur Jagd. Und bei uns gibt es große Talschaften, wo sich 5 Jäger bewegen. Also, und die müssen aber die Abschüsse machen. Darum brauchen wir auch diese verhältnismäßig längere Zeit. Einiges wird bei uns in dieser Intensivbejagung über so kleine Anrührjagden gemacht. Also sind das nicht große Bewegungsjagden mit 50 und 100 Schützen, sondern das sind oft 3, 4, 5 Jäger und 2, 3 vielleicht, die das Gebiet gut kennen und so anrühren, leise durchgehen, ein bisschen husten, anrühren. Und kann sehr effektiv sein, weil das Wild ja dann konzentriert in manchen Bereichen steht, die Jäger wissen genau wo. Aber das Rotwild lernt brutal und kann auch mit dem umgehen und lernt mit der Zeit immer mehr und der Jäger muss die Strategien ändern. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele von besendeten Stücken im Zuge dieses Projekts, weil es doch für die Jäger interessant ist und vielleicht auch für die Nichtjäger, für Förster, die sehr gerne nicht jagende Förster, sie können oft ein Problem sein, weil sie sich nicht in den Jäger, in die Probleme des Jägers hineindenken können, auch nicht in das Wildtier. Und das Jagen, ein Zitat von Reimos, einen Wildbestand zu regulieren, ist schwieriger als einen Waldbestand zu durchforsten, weil das Wild läuft halt davon, das ist das Problem. Wir sehen hier das Wild, also dieses eine Stück, besendete Stück, ist da im Lenzinger Himmel, in dem Wald hinter dieser Feriensiedlung, es war im Dezember, da sind keine Leute drinnen, mit einem Rudel dort gestanden, oder? Dann hat sie sich da in der Nachtzeit herumbewegt, ist dann um 7.15 Uhr in dem Waldgebiet eingestanden. Das Ziel war es, dieses Gebiet oder eine Bewegungsjagd zu machen. Da oben sind die Hochlagengebiete und das da drüben ist ein steiles Latschengebiet, wo sie eigentlich nur im Sommer also einstehen. Im Winter geht dort nie ein Rotwild hin. Jetzt sind dann um 8.45 Uhr sind die Schützen und Treiber losmarschiert. Sie haben es da schon gekneist. Wusch, sind sie schon mal da auf? Weil da oben sind die immer diese Gebiete, wo nie gejagt wird in der Nähe. Sie wissen schon, da oben ist der Sommer, da ist unser Friedensland. Dann haben sich da die Schützen bewegt, das war eine etwas größere Bewegungsjagd. Das oben, die blauen Dreiecke, waren die Treiber, also die, was die Bewegung reingebracht haben. Jetzt sind die losgegangen, was hat die Menschen haben dieses Wild dann auch gesehen, die sind da wunderbar entgegengerannt. Die sind genau bis dort oben auf, wo sie im Winter nie hingingen, aber im Sommer, die wissen, das ist wie der Luftschutzbunker, da ist noch nie ein Wild gestorben durch einen Jäger da oben. Und dann hat man da diese Treibjagd da durchgeführt. Man hat auch da unten noch ein paar Stücke erlegt. Aber man sieht nur, wie Wild ausweichen kann und dort oben ist es auch verblieben. Dort oben ist es verblieben, also dieses Rudel. Anderes Beispiel aus dem Schweizer Gebiet. Am 29. Oktober ist ein Stück Rotwild, ein Tier mit ein paar anderen Stücken auf diesem Maises da gestanden. Um 5 Uhr hat es da die erste Beilsendung gegeben, oder eine der Beilsendungen. Dann ist es um 7 Uhr morgens Richtung Bach gezogen, hat sich dann weiter runter verstellt.
Und dann sind die Jäger aufgetaucht. Die haben da zu viert wollen, also eine Anrührjagd machen, oder? Dann sind sie zu ihren Plätzen und jetzt muss man schauen, wie das auf ihre Plätze gehen schon schwierig sein kann. Die haben ja nicht gewusst, dass das Wild da unten ist. Jetzt gehen die Jäger, der läuft da ganz knapp bei die Stück da unten vorbei. Das ist schon fast wie eine Bewegungsjagd oder wie wenn die Treiber gegangen wären. Was hat das Rotwild gemacht? Die Stücke sind da auf, innerhalb im 5-Minuten-Takt weg. Steile, unzugängliche Gebiete, ausgewichen. Da oben sind sie gestanden. Jetzt sind sie da oben gestanden, bis 19 Uhr sind sie geblieben. Inzwischen ist da drüben noch, sind die Treiber gekommen, wahrscheinlich ohne Erfolg, das weiß ich jetzt nicht, wird man nichts erlegt haben. Dann waren die Jäger weg und dann ist das Rudel da wieder auf die Esungsflächen. Also man will oft jagen, will oft Beute machen, aber es gelingt nicht, weil das Wild halt schlauer ist, weil das Wild reagiert. Und das ist das Problem, wie Wild sich auf den Menschen und selbst auf den Jäger relativ gut einstellen kann. Ist dann die ganze Nacht oben auf der Esung gewesen. Und damit ich die Liechtensteiner nicht auslasse, das sind dicht bewaldete Gebiete, da ist das besendete Tier sehr nahe an der Siedlung gestanden, dort oben diese Graubereiche mit den Häusern. Um 5 Uhr morgens ist sie auf dieser Wiesen ausgetreten gewesen, hat sich dann da am Morgen um 7.30 Uhr ein bisschen weiter rein bewegt. Dann kommen die, das ist dichter Wald, relativ dichter Wald, kommen die Jäger. Die haben da wunderbar, sind die bei dem Stück vorbei, das Tier hat nicht reagiert, weil es im dichten Wald war. Dann sind die Treiber gekommen, das hat man alles umstellt. Also man hat ja gewusst, dass das Stück da drinnen ist. Nicht, man hat das ja abgesprochen, über die Sendebeilung haben wir ja gewusst, dass das da drinnen ist. Dann ist es als erstes mal in die Nähe jetzt die Häuser ausgewichen, dann sind die nachmarschiert und dann zack hat es das verlassen und alles durchbrochen und ist halt da über einen Kilometer weiter weg. Geflüchtet, also ausgewichen, kein Schuss gefallen. Da oben wird ein dichterer Wald wieder durchgetrieben. Das Stück steht da unten auf kurze Distanz, das sind nur 200 Meter. Die ganzen Bewegungen reagiert das Wild überhaupt nicht, weil sie sich in vollkommener Sicherheit wiegt, obwohl der Mensch schon in der Nähe ist. Also Rotwild kann mit dem Menschen, mit dem Jäger auch hervorragend umgehen und es ist alles andere als leicht, Wildtiere zu regulieren. Jetzt auf die Frage, Wildruhezonen, sind das ein Nutzen oder Risiken für den Wald beziehungsweise für waldbauliche Überlegungen? Da möchte ich eine Gegenfrage stellen. Ist der Rothirsch ein Waldzerstörer oder sein Lebensraum ein Waldgestalter? Das ist eine biologische Frage, die darf man stellen. In vielen Forstkreisen nicht und bei den Gesetzen auch nicht. Das ist in Österreich. Aus Bayern wird das anders sein. Aber bei uns ist das ein massives Problem, zu sagen, wie du dieser Wald, den das Rotwild da massiv beeinflusst, unbestritten. Der ist doch sensationell. Der hat sicher eine höhere Vielfalt. Das heißt nicht, dass die ganzen Flächen so ausschauen müssen, aber Teilgebiete der Wälder dürfen so ausschauen, weil sie eine hohe Vielfalt haben und vor allem für die Erhaltung des Wildes notwendig sind. Das funktioniert anders nicht. In Österreich sind Jagdgesetze, Forstgesetze, wird klar vorgegeben, die Jagd ist so auszuüben, dass Wildschäden vermieden werden. Punkt. Das ist etwas, was jeder weiß, dass es nicht funktioniert. Jeder muss die Augen immer wieder zudrucken, aber man ist nicht bereit, die Gesetze mal zu ändern. Wildschäden im Wald, das ist nicht nur abhängig von der Wilddichte, sondern es kommt darauf an, wie lang stehen sie im Wald. Es kann wenig Wild, vielleicht sogar noch gestresstes Wild, mehr Schäden verursachen, weil sie immer in diesem Wald drinnen sind und sich nur vom Wald ernähren müssen, als mehr Wild, die Hochlagen nützen dürfen, die Offenlagen nützen dürfen und die nur kurz im Wald sind und dann nicht gestresst sind. Also Menge und die Aufenthaltsdauer ist ganz was Entscheidendes. Und wir gehen halt davon aus und sagen, wenn das Rotwild das Grasland, das Offenland nutzen darf, dann entlasten wir schon automatisch einmal den Wald. Weil das, was da draußen gegessen wird, wird es im Wald nicht mehr essen. Oder? Das ist logisch und andere Probleme machen. Selbstverständlich immer eine Frage, abhängig von der Wilddichte, die spielt immer eine Rolle. Das ist nicht etwa grenzenlos. Und daher sind für uns diese Gebiete, die Hochlagenbereiche, die weiter weg vom Wald sind, ganz was Wichtiges, um diese Ruhezonen, um den Wald zu entlasten. Also, weil dann bringe ich das Wild aus dem Wald hinaus. Genauso in diesen parkartigen Landschaften, wenn ich dem Wild die Chance gebe, wie es auch da ist, in den freien Flächen zu bleiben, sie bleiben liebend gern dort und gehen wenig in den dunkleren Wald rein. Das hat für den Waldbau absolut Vorteile. Aber wir müssen aufpassen, wie ich früher schon erwähnt habe, Wildruhezonen können zu Wildkonzentrationen führen, wenn das nicht so perfekt gemanagt wird wie bei den Schweizer, ist das bei uns, weil es ja viel mehr auf diese Freiwilligkeiten geht, kann das ein Problem werden. Und daher ist es dort gefährlich, wenn du dann
große Ruhezonen hast, dann tun wieder weit, weit nichts. Daher ist die Anzahl und räumliche Verteilung ganz sicher was Entscheidendes, wie diese Ruhegebiete verteilt werden. Und ich habe schon erwähnt, die Wilddichte spielt natürlich auch eine Rolle. Aber umso günstiger, eher kleinflächiger, aber dafür großräumiger diese Wildruhezone verteilt werden, ich habe sie leider nicht eingezeichnet, umso mehr verteile ich das Wild und dann weniger Konzentrationen. Dort, wo walddominierte Flächen sind, und das dürfte für den Schwarzwald ein bisschen zutreffen, muss man jede Möglichkeit von Offenflächen nutzen für das Rotwild. Also diese kleineren Albflächen da drinnen, die muss man nutzen, dort das Gebiet ruhig stellen, dann wird sich das Wild dort gerne aufhalten. Aber man muss wissen, die umliegenden Waldgebiete, weil die stehen logischerweise auch in den umliegenden Waldgebieten drinnen, die erfahren dann schon eine ordentliche Nutzung. Also dort zu glauben, dass dann Fichten da eine Buche hurra wächst und die immer noch, das spielt sich nicht. Das muss man, so offen und so fair muss man sein. Aber dafür sind die anderen Waldgebiete entlastet. Die Großfläche, die große Fläche wird entlastet. Und ganz schwierig wird es dort, wenn nur Wald vorhanden ist, wo rein Wald ist, wo es diese Albflächen, Offenflächen nicht oder kaum gibt, wenn das Wild sich wirklich vom Wald, von Waldflächen ernähren muss, dann schauen diese Gebiete dann schon so aus. Also wenn der Wildbestand noch etwas höher ist und die stehen permanent nur in diesen Flächen, auch wenn das jetzt ein beruhigtes Wild ist. So ehrlich muss man sein, mit viel Wild funktioniert es nicht. Da ist die Frage der Wilddichte noch wichtiger. Mit wenig kleinig verteilten, gut verteilten Flächen, weniger Wild funktioniert es. Aber mit größeren Wildmengen kann das nicht gehen. Wir wissen das ja von unseren Fütterungen. Bei uns wird das Rotwild gefüttert, der Großteil. Diese Einstandsgebiete, wo sich die halt 5 Monate im Jahr aufhalten und das Jahr für Jahr wiederkehrend, da kann ich mir keinen perfekten Waldbau erwarten. Im Gegenteil, da muss ich wissen, massivster Einfluss und den muss ich irgendwo dulden. Das Ziel ist ja durch die Verteilung dieser Fütterungen, da drinnen ruhig halten, das Wild bleibt dann gern drinnen. Diese Fläche muss ich zur Verfügung stehen, um die großen Waldflächen rundherum zu entlasten. Sonst hätte ich ja eine wesentlich flächigere Verteilung. Also eine gewisse Opfersymmetrie. Rotwild zum Nulltarif gibt es nicht. Also natürlich, das Rotwild, wenn man das als natürlicher Teil des Ökosystems versteht, muss man auch Wildschäden akzeptieren, zu einem gewissen Maße Opfersymmetrie, auch flächigere. Das kann nicht nur sein, dass man sagt, naja, es darf Wildschäden geben, aber es darf nirgendwo einmal massiver ausschauen. Gewisse Flächen müssen auch massiv beeinflusst werden dürfen, sonst funktioniert es nicht. Wildruhezonen nutzen und Risiken für waldbauliche Überlegungen. Das braucht eine integrale Raumplanung zwischen Forst, Jagd und Freizeitnutzer. Wenn nur die Jagd plant und der Freizeitnutzer macht es zunichte, hilft es nichts. Wenn wir nur den Freizeitmenschen lenken und Tourismus und die Jagd nimmt keine Rücksicht, hilft es nichts. Und wenn die Forstpartie nicht mitdenkt, wie das Wild tickt, sondern genau dort Waldnutzungen macht, wo die besten und die wichtigsten Einstandsgebiete sind, dann provoziere ich Probleme, das nur so clasht. Also das ist für mich dann Dummheit. Und darum muss das immer gemeinsam, integral passieren, aber da sind wir leider Gottes relativ weit weg. Das ist, glaube ich, in vielen Ländern, sicher da bei euch ausgenommen, aber ich merke das in vielen Ländern der Fall. Und ich darf da die Antwort, das ist heute auch schon mal erwähnt worden, der Professor Arnold war auch schon bei euch da, von diesem, also was für einen Nutzen hat das für den Waldbau? Professor Arnold hat nach diesem Retikon-Ergebnis gesagt, das aus meiner Sicht wichtigste Ergebnis ist der eindeutige Beweis, wie wichtig Wildruhezonen mit einem absoluten Betretungsverbot im Winter sind. Dort finden die Tiere die Voraussetzungen, die sie ihnen ermöglichen, ihren Energiebedarf in einem bisher nicht vorstellbaren Ausmaß zu reduzieren, weil das ist gemessen worden mit diesen Banzensendern, die im Banzen drinnen sind. Wer ernsthaft Schäden durch Rotwild an der Vegetation, Waldvegetation verhindern will, kann darüber nicht mehr hinwegsehen. Und mit diesen Worten, Wildruhezonen braucht's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus